Oi, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einem Review zu den Agro Majors, die bisher vielleicht ein bisschen unterschätzt wurden, weil die so Lebenspunkterhöher-Karten spielen oder spielen müssen und dadurch das Deck vielleicht nicht ganz so ernst genommen wird. Aber die haben jetzt ein paar relativ teure Karten bekommen, also von der Rarität her, Secret Rare und Ultra Rare und sowas. Also denke ich mal, ist ein Blick auf die Karten auf das Themendeck nicht verkehrt. Die haben halt 8 Karten, die jetzt rauskommen. 5 Monster, eine Spielfeld-Zauberkarte und 2 Fallen. Fangen wir mal an mit dem Aromapot. 1 Stern, Wind, Felsen, Flip. Wenn er geflippt wird, erhältst du 500 Lebenspunkte während jeder Endphase. Und wenn er aufgeflippt wurde, kann er nicht durch Kampf zerstört werden. Ist okay, also dass er nicht zerstört werden kann durch Kampf, kann nützlich kommen. Es wurde früher zum Beispiel Spirit Reaper gespielt, also nicht so schlecht der Effekt. Kann man zum Beispiel gegen Ignite spielen, wenn die diesen Champion rauspacken und du dann nur setten darfst, dann settest du halt den und überlebst Stalls so lange, bis der Materialien mehr hat. Und der Lebenspunkte-Effekt ist wahrscheinlich nützlich für das Themendeck an sich. Wir müssen halt noch schauen, wofür genau. Aber was mir schon mal auffällt ist, dass der Wind ist, Level 1, dann das nächste Monster ist Level 2, Licht, dann 3 Erde, 4 Wasser, 5 Feuer, also alles mit dabei. 1 auf Avatar, Herr der Elemente. Dann haben wir Aromage Jasmin oder Jasmine. Also die wird Secret Rare sein. Diese Pflanze, Level 2 Licht. Und während deiner Main Phase, falls deine Lebenspunkte höher sind als die von deinem Gegner, kannst du noch eine zusätzliche Normal Summon machen für ein Pflanzenmonster. Außer für sie selber, also außer für noch eine Jasmine. Und Armabrunde, wenn du Lebenspunkte erhältst, darfst du eine Karte ziehen. So wie der Text geschrieben ist, nehme ich mal an, dass es auch geht, wenn du im gegnerischen Zug eine Lebenspunkte erhältst, kannst du auch eine Karte ziehen. Einzelne Death ist solide. Dann haben wir Level 3, Agromage Kananga, Erde. Und während deine Lebenspunkte höher sind als die vom Gegner, verlieren alle gegnerischen Monster 500 ATK und Death. Und einmal pro Runde, falls du Lebenspunkte erhältst, kannst du eine Zauber- oder Fallenkarte vom Gegner wählen und sie zurück auf die Hand schicken. Was schwach ist. Also Minimum zerstören. Nur zurückschicken reicht mir nicht, also auf jeden Fall enttäuschend. Dann haben wir auf Level 4 Agromage Rosemary. Die ist ultra rare, also auch relativ teuer dann. Vor allem für so ein schwächeres Themendeck. Und ihr Effekt ist halt, wenn ein Pflanzenmonster von dir ein gegnerisches Monster angreift, kann der Gegner keine Monster-Effekte aktivieren bis zum Ende des Damage-Steps, solange deine Lebenspunkte halt natürlich höher sind als die vom Gegner. Und Armor-Runde, wenn du Lebenspunkte erhältst, kannst du ein Monster auf dem Feld wählen und seine Kampfposition ändern. Auch sehr, sehr enttäuschend, also da hatte ich mir auch mindestens erwartet, nicht unbedingt, dass es das gegnerische Monster zerstört, das wäre wahrscheinlich zu stark, aber dass es das gegnerische Monster dann zurück auf die Hand schickt, hätte ich mir gewünscht. Ansonsten 1-8 ATK ist nicht schlecht, aber ich sehe immer noch nicht den Sinn hinter dem Deck. Schauen wir mal weiter. Dann haben wir Level 6, Agromage Bergamot. Okay, ich dachte die wäre 5. Macht ein bisschen wenig Sinn, dass die 6 ist, es sei denn, es kommt noch ein 5er raus. Oder ich habe den irgendwie übersehen. Ansonsten ist sein Effekt, dass seine Pflanzenmonster, wenn die angreifen, durchschlagenden Schaden machen. Natürlich unter der Voraussetzung, dass seine Lebenspunkte höher sind. Was halt vollkommen nutzlos ist, weil wenn die oft genug durchkommen und dann durchschlagenden Schaden machen, dann kriegst du den Effekt nicht mehr. Und Armabrunde, wenn du Lebenspunkte kriegst, bla bla bla, kriegt er 1000 ATK und Defense bis zur gegnerischen Endphase. Also einfach nur ein Beatstick für 2-4 ATK, ein Tribut, also ich weiß nicht, was ich genau dazu sagen soll, außer dass er halt absolut scheiße ist. Dann schauen wir uns mal die Spielfeld-Zauberkarte an, vielleicht kann die das Deck retten. So heißt es der Aromagarten. Einmal pro Runde, wenn du ein Aromamonster kontrollierst, kriegst du 500 Lebenspunkte. Und alle deine Monster, die du kontrollierst, erhalten 500 ATK und Defense dann bis zur gegnerischen Endphase. Und wenn ein Aromamonster, das du kontrollierst, zerstört wird durch Kampf oder Karteneffekt, kriegst du 1000 Lebenspunkte. Also auch nicht überzeugend, die Spielfeld-Zauberkarte. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, was man mit dem Deck macht. Also ein bisschen Lebenspunkte erhalten, ein paar Effekte aktivieren, die relativ schwach sind und dann angreifen. Beatstick Power, keine Ahnung. Schauen wir uns mal die Fallen noch an. Da haben wir Parching Wind, dauerhafte Falle. Wenn du Lebenspunkte erhältst, wähle ein
offenes Monster vom Gegner und zerstörst. Okay, klingt schon mal gut. Und wenn du ein Aroma-Monster kontrollierst und deine Lebenspunkte mindestens 3000 oder mehr höher sind als die vom Gegner, kannst du Lebenspunkte zahlen in der Höhe von der Differenz und dann kannst du gegnerische Monster zerstören, dessen ATK genauso hoch oder niedriger sind als die Lebenspunkte, die du gezahlt hast. Sprich, wenn du 3000 zahlst, kannst du gegnerische Monster zerstören, die zusammen 3000 ATK oder weniger haben. Du kannst beide Effekte von Parching Wing nur einmal pro Runde aktivieren. Was enttäuschend ist. Wäre das nicht da, dann wäre das Deck nicht schlecht mit der Falle. Und dann haben wir noch die letzte Falle, Refreshing Wind. Du kannst 1000 Lebenspunkte zahlen und ein Aroma-Monster von deinem Deck auf die Hand holen. Und wenn deine Lebenspunkte niedriger sind als die vom Gegner, kriegst du 500 zurück. Du kannst nur einen Refreshing Wind pro Runde aktivieren. Was ich gerade gesehen habe, dauerhafte Falle, also nicht schlecht. Dachte ganz kurz, dass es nur eine normale Falle wäre, aber dafür, dass sie dauerhaft ist. Also ich muss sagen, die Fallen gefallen mir. Sind nicht schlecht von dem Deck. Ansonsten, der Rest, die Monster-Effekte sind naja. Die Zauberkarte ist auch naja. Ich bin auf jeden Fall nicht begeistert. Wenn ich in meinem Case eins von diesen Aroma-Mage-Dingern ziehen würde, Secret Rare Ultra, wäre ich auf jeden Fall enttäuscht. Aber ich denke mal, die werden auf jeden Fall versucht, gespielt zu werden. Es gibt immer diese Typen, die diese süßen Mädchen-Decks spielen wollen, Madolche und sowas. Und jetzt halt Aroma-Mages. Ansonsten war es das zu denen. Könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Deck haltet. Ob ihr vielleicht habt ihr eine gute Deckliste für mich von denen und könnt mich davon überzeugen. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Checkt unsere Sponsoren ab. Und ciao.